Achtung, ganz wichtige Durchsage. Summer Breeze is back. Ihr habt richtig gehört. Ich hoffe, einige von euch erinnern sich an unser alljähriges Sommerfest. Und diesmal hauen wir einen raus, denn wir kombinieren das mit einem Track Day im Funpark Meppen am 25.06.2023. Wir haben das ganze Gelände für euch gemietet. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf der Rennstrecke fahren. Oder ihr könnt in einem Renntaxi mitfahren. Oder ihr könnt einfach nur einen coolen Tag mit uns verbringen, euer Auto zeigen und chillen. Aber ganz wichtig, Tickets sind limitiert. Das heißt, ihr müsst euch bitte vorab anmelden. Es gibt auch keine Tageskasse. Ihr müsst euch bitte anmelden. Und zwar unter trackday@gmx.de. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle am 25.06.2023 in Meppen sehen. Und jetzt geht's Vollgas weiter. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit Stefan, weil der Stefan ist nicht meine Leseliese. Die Leseliese, schön. Mit Bart. Wir sind gerade unterwegs nach Monaco. Wir machen eine Sportwagenausfahrt und ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, um einfach mal ein paar eurer Fragen bei YouTube zu beantworten. Und ich sag mal, wie viele Fragen sollen wir nehmen? Zehn? Ja, okay. Zehn Fragen? Zehn reicht auf jeden Fall. Wir nehmen zehn Fragen. Der Stefan liest die laut und deutlich und klar vor. Und ich versuche sie laut und deutlich und klar zu beantworten. So gut es hier drin halt auch geht, ne? Bei der Geräuschkulisse ist es ein bisschen schwierig, ja, aber kriegen wir echt. Ja, langsam ist eh scheiß Wetter, regnet. Ja. Also von daher, genau. So, also. Wird schon gehen. Ich habe die Frage vorhin nicht gesehen. Der Stefan hat quasi mein Handy und guckt jetzt rein und sucht sich irgendwelche Fragen aus. Und ich werde die versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Also, ganz wichtig, macht die Glocke an. Ja, macht die Glocke an. Denn wenn die Glocke nicht anhat, wisst ihr nicht, dass ich ein neues Video hochlade. Und wenn euch der Kanal gefällt, lasst natürlich auch ein Abo da, also abonniert den Kanal. Richtig, ne? So. Also, kann losgehen. Kann losgehen. So, wie sieht's aus mit deinem GTS-Projekt? 992. Ach so. Ich habe gerade GTS, hä? Ja, Kundenfahrzeug. Da haben wir ein bisschen Probleme mit dem Turbolader gehabt. Aber ist nicht so schlimm. Alles gut. Dauert noch ein bisschen. Sobald das fertig ist, werden wir euch ein Update geben. Dann kommt dazu natürlich auch ein Video. So, weiter geht's. Apropos Video, wird es ein gemeinsames Video mit Zello geben? Ja, der Zello fährt auch gerade hinter mir übrigens. Das werden wir definitiv machen. Ich denke mal, da geht das wahrscheinlich die Frage zu dem Auto an dem Video, oder? Ja, wahrscheinlich. Genau, also mit Zello wird es, denke ich mal, auf jeden Fall ein Video geben. Ja, schauen wir mal. Wie sieht es aus mit Oldtimern und Youngtimern im Segment? Ist da was geplant? Nein. Nein? Nee, ich sag mal, Bäcker, bleib bei deinem Brötchen und ich werde bei dem bleiben,
ist. Nee, tatsächlich, also ohne Spaß jetzt, das kommt tatsächlich einmal im Monat. Wir machen zwei Videos die Woche, ja, das sind 8 Videos im Monat und es kommt nur pro Monat einmal. Ja. Aber irgendwie kommt es mir teilweise so vor, dass die Leute sich irgendwie versammeln und immer gerade diese Videos nur schauen. Ja, genauso wie ich habe das noch Kommentare, ja, nur noch Auto, hat immer kommt Tuning. Das ist das Gleiche. Wir machen 5 Videos mit Tuning oder 6 und dann kommt eins über Autohandel. Aber das beweist ja nur, dass die Leute ihre Glocke nicht anhaben, dass die Leute die Videos nicht regelmäßig schauen. Das ist ja der Grund dafür. Ja? Also, ja, und apropos Y-Food. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich trinke es gerne, egal was ihr denkt. Ich habe es auch schon getrunken, bevor ich eine Kooperation hatte, weil so kam die Kooperation überhaupt. Ja? Also, ich finde es da nervig. SLS AMG Roadster. Ja. Jo, steht. Sieht gut aus. Ja. Schönes Auto oder lieber geschlossen? Ja, schwieriges Thema. Das ist auch so eine Sache im Autohandel, die ich nicht lernen musste, sondern die ich einsehen musste, ist, man handelt nicht immer nur mit dem, was man selber gut findet. Richtig. So, ich persönlich. Thema E36 ist ja gar nicht mein Fall. Ne? So. Andere lieben es. So, Thema SLS, ich finde den Flügeltürer persönlich besser, aber es gibt auch Leute, die finden den Roadster besser. Und der Roadster, den wir zum Beispiel unter einem Stand haben, der ist einfach, das ist ein absolutes Sammlerstück und der ist halt neuwert. Der ist wirklich neuwert, 5000 Kilometer, der ist wie aus dem Ei gebellt. Und deswegen steht es unter dem Roadster, deswegen haben wir den auch, weil es ist ein gutes Auto, gepflegt, saubere Historie. Optisch. Ich würde immer, vor uns fährt ja der 8.